Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist es meine Aufgabe, dieses weiße Blatt mit Leben zu füllen, denn ich bin für München tut gut heute in einem ganz besonderen Malkurs. Es geht heute nicht darum, besonders schön zu malen oder nach einer Vorgabe zu malen, sondern intuitiv. Und dabei helfen wird mir die Sabine. Sabine, sag mal ganz kurz, was ist der Unterschied zu einem normalen Zeichen- oder Malkurs bei dir? Was lerne ich da? Im Grunde lernst du hier keine Techniken, sondern du lernst hier viel über dich. Das ist so eine Art Selbsterfahrung mit einem achtsamen, meditativen Hintergrund. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, so zu zeichnen, wie man es vielleicht mal in der Schule gelernt hat, weil tatsächlich würde von mir sagen, ich kann eigentlich nicht wirklich gut zeichnen. Hörst du das öfter? Hast du öfter Teilnehmer, die sagen, oh Gott, Hilfe, mit dem Pinsel kann ich eigentlich nichts anfangen? Ja, das ist tatsächlich so. Also die meisten kommen her und sagen, sie haben ein bisschen Bammel davor, was jetzt kommt. Ja? Und so ein weißes Blatt kann tatsächlich auch Angst einjagen. Aber rausgehen tun die alle total glücklich und voller Freude, weil das ist manchmal einfach nur der erste Schritt, der getan werden muss und dann läuft's. Was ist denn so der tiefere Hintergrund? Also loszulassen einfach mal von allem, wo man sagt, ich muss etwas können, wie eine besonders schöne Zeichnung malen? Genau, letztendlich geht es darum, nicht leistungsorientiert zu malen, so wie wir es vielleicht aus der Schule gelernt haben. Es geht nicht darum zu bewerten, habe ich jetzt ein schönes Bild gemalt oder nicht. Ja? Und es geht auch nicht darum, eine 1 oder eine 6 wie in der Schule irgendwie dafür zu bekommen, sondern es geht darum, wirklich bei sich zu bleiben, bei seinem eigenen Gefühl, bei dem, was man braucht, was einem Freude macht und das wirklich auch auszudrücken. Bevor es an die Leinwand geht, geht es aber erstmal auf die Yogamatte. Unterstützung bekomme ich heute von meinem Kollegen Elian. Er wird mit mir die Erfahrung heute teilen. In einer kleinen Meditation führt uns Sabine durch eine Geschichte voller Farben. Ein ganzes Feld voller Rot. Es leuchtet, soweit dein Auge reicht. Es scheint, als seien es unendlich viele Blüten. Deine Intuition wird genau in diesem Moment ein Bild vor deinem inneren Auge entstehen lassen. Ein Bild, das deine Seele gerade jetzt braucht. Am Anfang hatte ich noch so wirklich dieses Bild im Kopf, was werde ich jetzt da gleich an die Wand malen. Aber dann habe ich mich durch diese Farben so ein bisschen ablenken lassen und mich dann auch so ein Stück weit treiben lassen und ja, bin dann wirklich richtig runtergekommen. Das intuitive Malen ist ein freies Malen. Es gibt also keine Regeln, nur Impulse. Es geht darum, die Intuition mehr zu spüren, also das innere Gefühl, was wir haben, was uns gut tut. Deswegen immer auch die Frage stellen, was brauche ich gerade? Welche Farbe brauche ich, welche Form? Und da einfach mal wirklich hinhören, achtsam hinhören, was wir sonst im Alltag nicht machen, weil die Intuition eine ganz, ganz leise Stimme ist. Und das dritte und eigentlich der wichtigste Punkt ist, hab Freude beim Malen, ja? Weil darum geht es, einfach Freude, das, was dir Spaß macht, bring es aufs Papier. Interessanterweise spricht mich, sieht es an der Schürze, total irgendwie gerade dieses dunkle Blau an. Was sagt das über mich aus? Gibt es da schon irgendeine Wertung? Gar nichts. Und das ist auch total wichtig, weil das tatsächlich nicht ums Analysieren geht oder darum, irgendwie zu sagen, was du jetzt machst und was das heißt, sondern es geht wirklich darum, dass du für dich jetzt einfach sagst, okay, das fühlt sich gut an, ich brauche jetzt das Blau und jetzt nehme ich das Blau. Keine Kritik an sich selbst, nicht vergleichen. Irgendwie gar nicht so einfach. Das ist total gemein, weil man natürlich automatisch guckt, was der andere macht. Aber nein, ich muss es ja von mir aus machen. Also, einfach freies Lospinseln. Elian und ich sind in unsere Bilder vertieft. Ich habe Lust auf Farbe, Elian auf Geschichte. Am Ende sind wir aber beide zufrieden. Werden die Bilder jetzt noch gedeutet oder wie geht es jetzt weiter? Ja, im Grunde geht es gar nicht um Deuten oder Analysieren, sondern es geht darum, dass wir anschließend darüber sprechen, wie ist es dir ergangen beim Malen? Was für ein Erlebnis hattest du? Was ist da aufgetaucht? Vielleicht sind es Gefühle gewesen. Bei dir war es, glaube ich, Freude. Ja. Das konnte ich irgendwie gut sehen. Es gibt aber oft auch einfach Menschen, die in dem Moment keine Freude empfinden, sondern erstmal eine Wut raus muss, bevor Freude kommt. Ja? Und ich weiß nicht, wie ging es dir? Mich hat tatsächlich diese Story, die du da erzählt hast, gepackt. Und es war auch einer der Momente, wo ich mich selbst in so einer Story gesehen habe. Und das war am Lagerfeuer mit so einer Feuerschale und Feuer. Und es war eine klare Nacht. Und
so habe ich mich ausgetobt. Also meine Erfahrung ist, es macht tatsächlich wirklich viel Spaß, vor allem wenn man mal den Druck loslässt, dass da irgendwas ganz besonders Tolles dabei rauskommen muss. Also mir macht mein Bild auf jeden Fall Freude. Und das Schöne ist, man kann es ja auch einfach bei sich daheim im Wohnzimmer einfach mal ausprobieren. Also schnappen Sie sich doch mal einen Pinsel oder einen anderen Stift und zeichnen Sie einfach mal drauf los. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und gleich geht's bei uns weiter, auch nochmal entspannend und meditativ, aber auch sportlich. Bleiben Sie dran.